Grüßt euch recht herzlich, sehr geehrte Damen und Herren. Warum kein Mensch mehr diese Düfte trägt? Wir fangen an mit Boss Bottled. Was ist das Problem hier? Das Problem hier ist, dass er außer der Mode geraten ist. Die Leute sehen sich nicht mehr sehr modern, wenn die Boss Bottled tragen. Heutzutage kannst du andere Alternativen tragen. Wenn es dir darum geht, einen würzigen, frischen Apfelduft mit extremer Haltbarkeit zu tragen, empfehle ich dir beispielsweise Parfums de Marly Leighton. Das ist also für alle die, die sich ein bisschen mit Parfums beschäftigen, eine gute Alternative. Dieser Duft ist absoluter Superstar. Mega geil. Ein weiterer Duft, der nicht mehr so viel getragen wird, ist Abercrombie & Fitch Fierce. Und der Duft hat einfach mit dem Image der Marke zu kämpfen. Der Inhaber hat damals was gegen Dicke gesagt, was natürlich in der Öffentlichkeit... Wir alle reden über Dinge im Privaten, die wir nicht teilweise nach außen sagen würden, aber das hat der Firma ziemlich zugesetzt und letztlich auch einen massiven Knacks im Image der Brand verursacht. Ansonsten war das ein erstklassiger Duft, aber die Marke ist leider mittlerweile etwas uncool geworden. Abercrombie & Fitch Fierce, früher Superstar, mittlerweile nicht mehr so geil. Auch leider wurde der Duft reformuliert. Nächster Duft, Cool Water. Trage ich Cool Water? Trage ich Cool Water, ne? Das ist auch ein Duft, der aus der Mode geraten ist. Du kannst natürlich immer noch nichts falsch machen, wenn du wie eine frische Wäsche riechst, weil dieser Duft riecht wie frische Wäsche, wirklich exzellent, theoretisch und grundsätzlich von der Duft-DNA her. Jedoch, sehr geehrte Damen und Herren, ist das auch nicht mehr so, wie dass es heutzutage noch True Religion Jeans tragen, heutzutage noch ein Ed Hardy Shirt tragen. Ich trage extra einen grauen Anzug mit grauer Krawatte, damit ich mir keinen Kopf machen muss, was heutzutage modern ist und was nicht. Oder ich trage ganz weiß, auch kannst auch nichts falsch machen, wird sich eh nicht verändern, ganz weiß. Und hier, wenn du aber im Trend liegen willst, dann sind so Sachen wie Davidoff Cool Water tragen einfach nicht mehr so geil. Eine Alternative dazu sehe ich zum Beispiel mit Dylan Blue. Das ist ein Duft, der ähnlich günstig ist, bessere Haltbarkeit, moderner riecht und bessere Lady Reactions hervorruft. Da tendiere ich natürlich zu. Abgesehen davon, dass die Marke Versace eine höhere Prestige hat als Davidoff. So. Ein weiterer Duft, der nicht mehr so viel getragen wird, ist Armani Coat. Das ist ein Parfum von dem Superstar italienischen Designer Giorgio Armani, der einst über Gianni Versace gesagt hat, du machst Mode für Clowns. Das fand ich ziemlich heftig, wie er das gesagt hat, weil Versace natürlich so dieses auffällige, goldene, Medusa-mäßige hat. Und hier ist es einfach nur, der Duft ist nicht mehr so stark, wie er früher war. Und viele der Armani-Code-Nutzer, die tragen jetzt den A-List, die tragen den Code Profumo, die tragen den Code Colonia. Also das Pferd im Stall, das Ursprungspferd im Stall, er hat nicht mehr die Leistung, wie es damals hatte und wurde von seinen eigenen Kindern überholt. Das heißt, all die Flanker, das bedeutet alle die Variationen von Armani Code, sind mittlerweile besser als das Ursprungsoriginal. Und der letzte Duft... La Nuit de l'Homme wird nicht mehr so viel getragen. Ihr seht es, er wurde reformuliert. Das heißt, das ist noch die Urformulation mit dem dicken Knopf. Falls ihr mal in einer Parfümerie seid und noch einen Tester seht, der dieses dicke Ding hier hat, also den dicken Sprüher hat, nicht den dünnen, dann tut so, als ob ihr diesen Tester unbedingt haben wollt. Und zahlt lieber den vollen Preis für den Tester, falls die euch den geben, als für das eigentliche Parfum. Dann könnt ihr es direkt bei eBay reinstellen und für das Dreifache verkaufen, wie das eigentliche La Nuit de l'Homme heute Geld kostet. Dieser Duft wurde reformuliert. Und weißt du was? Ich werde jetzt... Warte mal, habe ich das noch? Ich habe nicht die aktuelle reformulierte Version von La Nuit, deshalb habe ich keinen Vergleich. Aber das war natürlich ein mega geiles Teil. Der hielt also früher länger und es hat sich ein bisschen rumgesprochen, dass der heutzutage nicht mehr so lange hält wie früher. Ladies and Gentlemen, Düfte werden reformuliert. Das bedeutet aus verschiedenen Gründen.
man reformuliert, das heißt erneuert die Duft-DNA, zum Beispiel damit sie moderner riecht. Du hast dann also diese ursprungswilde, grün-grasige, waldige DNA, die verändert wird, damit sie jetzt mehr lieblich und angenehm in dem Zeitgeist von heute riecht. Das ist eine Option. Zweite Option. Die Inhaltsstoffe sind einfach ein bisschen teuer und man sagt sich, komm, wir tauschen mal das echte Lavendelöl gegen synthetisches Lavendelöl aus. Oder, ach komm, wir brauchen doch kein echtes Kardamom aus Guatemala, lass mal synthetisches Zeug machen, das irgendwie Extrazytylizin heißt und ein Siebtel vom Preis ist. Und das sind in erster Linie die zwei Gründe. Reformuliert, damit es modern riecht. Reformuliert, um Kosten zu sparen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bye.